und legen ordentlich los. Bozen hier gleich mit dem ersten Abschluss. Gutes Zuspiel. Noch besser, und zwar wirklich noch besser, die ersten Chancen des KAC, vor allem die hier von Jamie Lanuten. Wir springen in das zweite Drittel. Es beginnt hektisch zu werden vor dem Südtiroler Tor. Ref zeigt aber an, klar, kein Tor. Und dann ist Philipp De Simone unterwegs, verläuft sich hier aber. Und dann geht's richtig schnell. Schauen Sie mal hier, Jean-François Schack. Diese Chance lässt er sich nicht nehmen. Das 1:0 in der 30. Minute. Jaroslav Hübel ist am Freitag in Dornbirn, hat er sein Tor gemacht. Aber was war das für ein Zuspiel von Jan Urba? Absoluter Traumpass. Und Schack trifft hier den Hübel. Bozen will natürlich ausgleichen. Eine Chance bietet sich dann auch hier. Gunther Skalvinch fährt drüber. Und Tryout-Spieler Daniel Frank kann den Puck hier nicht unterbringen. Das wäre aber der perfekte Pass irgendwie unabsichtlich. Auch hier war es tatsächlich Aluminium. Hier hat also nicht viel gefehlt. Nach 40 Minuten aber doch nur mit 1:0. Bozen startet energisch in das dritte Drittel und dann gibt es die Notbremse von Joe Reichel gegen einen Penalty-Shot. Philipp De Simone fährt an und macht ihn nicht rein. Und an, schießt dann aber doch ganz klar vorbei, also trifft nicht mal das. Auch Lob an den Tormann, Pekka Torkola macht hier einen guten Druck und bleibt lange ruhig. Besser macht es der KC auf der Gegenseite, obwohl er die Scheibe eigentlich hier gar nicht im Besitz hat. Ein böser Fehlpass, Jamie Landmark, und hier ist das 2:0 in der 47. Tat, das weiß man nicht ganz. Hier gibt es eigentlich keine Lücke, doch Jamie Landmark findet sie trotzdem. Jaroslav Hübel hier mit schlechter Sicht. Der Meister steckt aber nicht auf und nur 3 Minuten später soll sich das auch plötzlich auszahlen. Achtung! Und jetzt ist der Puck im Tor. Der Anschlusstreffer zum 2:1. So wie für die Zuschauer, oder wie überraschend es für die Zuschauer war, ist es wohl auch für Tuokolo. Dennoch, das war es dann. Badmeister gewinnt der österreichische KAC mit 2:1 und gewinnt beide Spiele am Wochenende.